Zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Dateien für den Lasercutter vorbereiten könnt und wie ihr die entsprechende Software bedient, welche für die Kommunikation mit dem Lasercutter benötigt wird. Wenn ihr das Ganze noch nicht installiert habt, findet ihr in unserem Forum unter forum.fablab-lübeck.de alle Dateien, die ihr benötigt. Hier gibt es unter der Rubrik Maschinen und Werkzeuge CO2 Lasercutter den Beitrag Downloads und Unterstützung. Und hier findet ihr eine ausführbare Installationsdatei von RDWork, so heißt nämlich die Software, und den entsprechenden USB-Treiber für euer Windows-Betriebssystem. Hier wichtig, die Software ist leider auf ein Windows-Betriebssystem limitiert, bedeutet, wenn ihr mit einem Mac oder Linux-Rechner arbeitet, müsst ihr entsprechend irgendwie eine virtuelle Maschine laufen lassen oder ihr nehmt den Rechner, welcher sich links neben dem Lasercutter befindet. Als allererstes ladet ihr also diesen ZIP herunter. Das habe ich nun schon einmal gemacht und im nächsten Schritt muss das Ganze einmal entpackt werden. Hierfür habe ich jetzt 7-Zip verwendet, aber ihr könnt natürlich nehmen, was auch immer ihr möchtet. Nach dem Runterladen oder nach dem Entpacken öffnet sich hier dieser Ordner und ihr findet die Setup-Exe. Die könnt ihr einfach einmal ausführen, das bestätigen und jetzt dem Installationsguide folgen. Das dauert dann ein wenig und anschließend könnt ihr hier direkt den USB-Treiber installieren oder falls das bei diesem Fenster mit diesem Fenster bei euch nicht funktioniert, könnt ihr das Ganze dann auch nochmal manuell runterladen im Forum und den Treiber installieren. Hier würde ich die Sprache immer auf Englisch lassen, weil die deutsche Übersetzung noch schrecklicher ist als die englische. Wir haben als Typ Laserworks und ja, den Origin als Top Left ist jetzt nicht unglaublich wichtig, aber könnt ihr eigentlich alles so lassen und das Ganze dann installieren. Gut, ich habe es jetzt schon installiert, deswegen geht das bei mir nicht, aber ihr solltet dann eine entsprechende Erfolgsmeldung erhalten. Wenn das mit dem Treiber installieren bei euch nicht geklappt hat oder ihr später Probleme habt, dass der Rechner den Lasercutter nicht erkennt, könnt ihr hier diesen USB-Treiber nochmal runterladen, entpacken und installieren. Nicht erschrecken, das sind chinesische Schriftzeichen. Das liegt daran, dass wir einen China-Lasercutter haben und der Treiber entsprechend auch vom Hersteller bereitgestellt wird und nicht in englischer Sprache verfügbar ist. Wenn ihr RDWorks öffnet, sieht das vermutlich nochmal ein bisschen anders aus wie bei uns, wie bei mir jetzt hier. Und deswegen müssen wir die ersten Einstellungen tätigen. Wenn ihr mit dieser Software direkt an den Lasercutter übertragen möchtet, müsst ihr zwingend diese Einstellung setzen, da das Ganze sonst nicht funktioniert. Jetzt also am besten gut aufpassen und das entsprechend nachmachen. Über hier oben, Config, gibt es die Möglichkeit, in die Systemeinstellungen zu gehen. Wir gehen also auf Config, System Settings und dann öffnet sich hier ein entsprechendes Fenster. An dieser Stelle ist es wichtig, dass Access Y Mirror angewählt ist, weil es sonst passiert, dass eure Dateien, die ihr hatten möchtet, in der Y-Achse auf einmal gespiegelt sind. Und das möchten wir natürlich nicht. Dieser Laserhead hier gibt den Origin, also den Ursprungspunkt an, von dem eure Datei bemessen wird. Wenn ihr also nachher das Material einlegt, platziert ihr den Laserpunkt jetzt in der linken oberen Ecke, drückt dort auf der Maschine auf Origin und dann fängt er an, von dieser linken oberen Ecke als Referenz eure Box abzufahren, in der sich später eure Laserdatei befindet. Wenn das soweit bei euch stimmt, können wir das Ganze auch wieder schließen. Und jetzt, wichtig, müssen wir die Größe des Lasercutters einstellen. Dafür gehen wir auf Config, Page Settings und stellen hier einmal 1300 als Page Width, also als Weite ein und 900 als Höhe. Den Rest können wir so lassen, das Ganze mit OK bestätigen und jetzt seht ihr, dass sich euer Bett bereits vergrößert hat, weil es in der Grundeinstellung eben etwas kleiner dargestellt ist. Als dritte Einstellung müssen wir außerdem noch zwingend schauen, dass der richtige Controller für unseren Lasercutter ausgewählt ist. Das findet ihr unter Model und hier einmal 633X auswählen. Soweit sind die wichtigen Einstellungen schon getätigt und nun möchten wir unsere Datei für den Lasercutter einmal reinladen und die Einstellungen dafür setzen. Ihr könnt neue Vektordateien über File und Import reinladen.
Hier habe ich jetzt schon einmal die Smiley.dxf aus unserem Forum heruntergeladen. Klick sie an, sehe hier beispielsweise dann auch schon eine Preview, wenn ich das möchte, oder eben eine Preview, wenn die Datei kaputt ist. Das kann nämlich durchaus auch mal passieren. Und über Open wird jetzt dieser Smiley direkt in die Mitte meines Bettes gelegt und vorausgewählt. Ich mache immer ganz gerne, dass ich mir diese Datei jetzt in die linke obere Ecke schiebe, weil ich hier einfach gut arbeiten kann. Am Ende ist es aber egal, wo ihr die Datei auf dem Laserbad platziert, weil der eigentliche Origin-Punkt wird nachher an der Maschine gesetzt. Also nur weil das hier jetzt in der linken oberen Ecke dieses Bettes ist, muss ich später nicht in der linken oberen Ecke auf der Maschine wirklich arbeiten. Wichtig ist nur, hier sehen wir diesen grünen Punkt. Das ist unser Origin. Top Left Corner haben wir eben eingestellt und von hier fängt er jetzt an, die Konturen abzumessen. Also hier müsst ihr dann schauen, dass diese Box, die hier gefahren wird, auch tatsächlich auf eurem Material drauf ist. Dieses ganze Teil kann sich auf eurer Maschine dann aber sonst wo befinden. Damit ich es aber wiederfinde, lege ich es hier oben mit diesem Pfeil auf Top Left. Wenn ihr mal ganz verloren seid und nicht mehr wisst, wo eure Datei liegt, könnt ihr mit STRG A alles auswählen und auf diese Lupe mit den vielen kleinen Plussen gehen, weil dann die Selektion fokussiert wird. Das ist auch immer ein ganz guter Trick, wenn zum Beispiel irgendwie eine andere Kontur noch mit auf eurem Bett ist, warum auch immer, die ihr vielleicht so nicht seht und der Lasercutter sich beschwert, dass er keinen Platz hat, X oder Y zu verfahren, könnt ihr alles mit STRG A markieren, auf die Lupe klicken und seht jetzt so, oh, ich habe ja nicht nur meinen Smiley, hier unten ist noch irgendein, meistens ist es dann eine kleine Linie als Artefakt, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Das könnt ihr dann rauslöschen und auf eure eigentliche Datei klicken. Zoomen könnt ihr ansonsten auch noch mit dem mittleren Mausrad oder hier eben über die Lupe mit Plus oder Minus. Als nächstes können wir uns einmal die Abmessung eurer Datei anschauen. Die bestimmt dann, wie groß euer Werkstück zwingend sein muss, damit eben das Objekt auch aus irgendeinem Material gefertigt werden kann. Hier oben links seht ihr einmal die Abmessungen. Das sind jetzt hier 100 mm mal 100 mm. Ich bräuchte also ein Werkstück, was mindestens 10 mal 10 cm groß ist. Es empfiehlt sich immer, ein etwas größeres Werkstück zu nehmen, damit ich das dann mit den Magneten noch befestigen kann, damit eben unsere Oberfläche möglichst eben ist und nicht irgendwie so gewellt, weil das dann Probleme mit dem Schneiden geben wird. Aber dazu dann bei dem Maschinenpart mehr. Wenn ihr eure Datei hier nochmal skalieren möchtet, gibt es die Möglichkeit, über dieses Schloss die Seitenverhältnisse beizubehalten und dann entsprechend eine Skalierung durchzuführen. Hier seht ihr jetzt, dass sich das Ganze vergrößert und hier stelle ich jetzt wieder meine 100 ein. Wir können dann auch wieder alles an die linke obere Ecke verschieben. Diese beiden Werte hier sind dieses pinke X und markieren den Mittelpunkt eurer zu schneidenden oder zu gravierenden Struktur. Das ist hier jetzt 50-50. Es ist allerdings nur wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Text haben wollen würdet, der direkt hier mittig im Mund ist, dass man dann entsprechend diesen 50er Wert der X-Achse, müsste X sein, auch entsprechend übernimmt. Alles klar. Fangen wir mit der Vorbereitung an. Das Ganze einmal zu zeigen, möchte ich die Augen gravieren und den Rest ausschneiden. Wir können jetzt das auswählen, indem wir mit der linken Maustaste auf eine Kontur klicken oder hier mit der linken Maustaste so ein Fenster über alle Strukturen ziehen. Hier ist es wichtig, die Struktur muss immer vollkommen umschlossen sein. Wenn ich das jetzt also so ziehe, ist dieser obere Kreis nicht mit ausgewählt. Wenn er komplett mit in meinem Fenster ist, ist der obere Kreis ebenfalls ausgewählt. Ich könnte sonst auch auf die Struktur drücken und mit Shift gedrückt halten, 2 markieren. Um jetzt einen anderen Prozess wie die Gravur von dem Schneiden zu unterscheiden, muss ich diese Konturen, die ich gravieren möchte, auf ein weiteres Layer legen. Diese Layer findet ihr hier unten, deswegen befinde ich mich auch so komisch in der Mitte, damit ich euch nicht im Weg sitze. Und über einen einfachen Klick könnt ihr zum Beispiel jetzt das grüne Layer wählen und die Einstellungen für die Gravur separat tätigen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit den anderen Konturen machen, aber auf dem schwarzen Layer sind sie genauso gut aufgehoben.
Ich nehme sie jetzt exemplarisch einmal auf das Blaue, damit ihr das gesehen habt. Im nächsten Schritt möchten wir die Einstellungen tätigen. Über einen Doppelklick hier auf dieses Layer öffnet sich das Einstellungsmenü. Hier seht ihr jetzt den Layer, also zum Beispiel den Gravur-Layer, für den die Einstellungen getätigt werden sollen. Is-Output ist ein Wert, der besagt, ob dieser Prozess beim Laservorgang tatsächlich durchgeführt wird. Der sollte also immer auf Ja stehen, sonst macht der Lasercutter am Ende einfach nichts. Als Parameter gibt es zwei unterschiedliche. Das ist einmal die Verfahrgeschwindigkeit des Laserkopfes. Das ist einmal in Millimeter pro Sekunde angegeben. Hier befindet ihr euch in Werten so zwischen 10 bis 60 fürs Schneiden und so 100 bis 200 oder 250 für das Gravieren. Ich nehme ganz gerne immer 200, aber hier könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren. Wir haben sonst neben dem Lasercutter auch ein Beispiel liegen, wo ihr die Auswirkungen von diesen Parametern nochmal sehen könnt. Der nächste Reiter hier, If Blowing, bezieht sich auf die Gravur- oder Schneidluft. Wenn ihr euch den Lasercutter anschaut, gibt es dort einen kleinen blauen Schlauch, der zur Laserlinse führt. Und es ist hier immer wichtig, dass an der Linse ein kleiner Unterdruck entsteht, damit Verrucherungen, die von eurem Material entstehen, sich nicht auf der Linse ablagern und dann einbrennen, was die Linse komplett beschädigen würde. Es liegt also immer eine kleine Luft an der Linse an, um eben diesen Unterdruck zu erzeugen. Jetzt gibt es hier aber zwei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, nämlich einmal die Gravur und die Schneidluft. Die Schneidluft ist entsprechend stärker und damit die Rußpartikel aus der Schnittkante rausgepustet werden, und die Gravurluft ist minimal, damit eben die Verrußungen schön in eurer gravierten Fläche bleiben und das Holz schön dunkel wird. Da wir hier eine Gravur, also die Augen wollen wir raufgravieren, durchführen möchten, haben wir die If Blowing No gesetzt, das heißt die Gravurluft angeschaltet und die Schnittluft ausgeschaltet. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die Übersetzung ist hier, wie gesagt, nicht ganz glücklich und im Deutschen noch viel schlimmer. Als Modus, um jetzt die Gravur oder den Schnitt auszuwählen, können wir hier Scan oder Cut auswählen. Dieses Dot und Pen braucht ihr nicht beachten, das müssen wir nicht einstellen, das funktioniert soweit nicht. Scan ist immer für die Gravur und Cut ist immer für das Schneiden. Wir wollen die Augen gravieren, lassen das also hier bei Scan. An dieser Stelle könnt ihr nun den zweiten Parameter einstellen, nämlich die Laserleistung. Diese bezieht sich immer auf die Maximalleistung des Lasercutters. Und hier ist es wichtig, dass ihr maximal 70% einstellt, einfach um die Laserrohre zu schonen. Also hier nicht auf die 100% gehen. Wenn euer Material sich nicht durchschneiden lässt oder irgendwas nicht funktioniert, fragt nochmal nach und sprecht mit einem erfahrenen Benutzer der Maschine und mit den Mentoren oder der Aufsicht, woran das liegen könnte. Denn es kann auch sein, dass dieses Material mit irgendeinem Kleber versehen ist und einfach nicht vom Lasercutter geschnitten werden kann. Es macht also keinen Sinn, 20 Mal über die gleiche Kontur rüberzugehen. Wenn es nicht geht, dann ist das Material vielleicht nicht geeignet oder am Lasercutter stimmt etwas nicht. Fragt hier also auf jeden Fall noch einmal nach. Wir wollen aber gravieren und da wäre 70 ein bisschen stark, weil dann nicht mehr viel von unserem Material übrig bleibt. Und ich nehme hier jetzt so ungefähr 25%. An dieser Stelle kann man die Min-Power so 1 Prozentpunkt unter der Max-Power setzen, weil der Lasercutter in den Kurven ein bisschen langsamer fährt und man so eine gleichmäßigere Schnittkante erhält. Für die allermeisten Projekte ist das aber irrelevant. Ihr könnt also hier sonst auch die gleichen Werte einstellen. Ich habe mir das so angewöhnt, weil ich es damals einfach so gelernt habe. Was ihr hier allerdings beachten sollt, ist, dass nur die 1 angehakt ist. Manchmal ist in den Layern auch hier diese 2 angehakt. Die würde sich auf eine zweite Laserrohre beziehen, die wir allerdings nicht eingebaut haben. Also hier nur den Laser 1 aktivieren, der Laser 2 muss immer deaktiviert sein. Gehen wir weiter zu unserem nächsten Layer, also diesen blauen Konturen, die wir jetzt tatsächlich aus dem Holz schneiden möchten. Wir können über einen Klick hier auf die verschiedenen Farben zwischen den Einstellungen wechseln und sehen an dieser Stelle, dass wir jetzt das blaue Layer bearbeiten. Wir haben Is-Output wieder Yes, das heißt, diese Strukturen werden tatsächlich mit dem Lasercutter beschnitten. Und eine Geschwindigkeit befindet sich meistens so zwischen 10 und 60 mm pro Sekunde. Da ich diesen Smiley aus MDF schneiden möchte, stelle ich hier jetzt einmal 20 mm pro Sekunde ein.
Bei If Blowing habe ich Yes, weil ich nun die Schneidluft aktivieren möchte. Und als Prozess wähle ich Cut auf. Für die Power, was man hier vielleicht wissen muss, sie fängt ungefähr erst bei 10 an, also dass man wirklich etwas sieht. Für die Power zum Schneiden brauchen wir hier allerdings ein bisschen mehr und ich wähle einmal 65% aus. Das heißt, die Min-Power 1% von drunter, nehme ich wieder 64 und die Max-Power mit 65. Hier auch wieder schauen, dass ihr nur den ersten Laser aktiviert habt und dieses zweite hier nicht angehakt ist. Außerdem, dass dieser Laser-Through-Modus hier abgehakt ist und nicht aktiv. Das war es auch schon zu den Einstellungen von den Schnitt- und Geschwindigkeitsparametern für den Lasercutter. Ihr könnt hier natürlich beliebig viele Layer verwenden, wenn ihr andere Strukturen habt, die ihr zum Beispiel leichter gravieren möchtet oder stärker. Wenn ihr eine Gravur nicht ausfüllen möchtet, sondern das hier zum Beispiel nur drauf graviert haben möchtet, könnt ihr das auf ein neues Layer legen und die Schneidparameter auf ein bisschen weniger Prozentpunkte setzen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Probiert euch ein bisschen aus. Fragt mal bei den anderen rum, da können sehr spannende Projekte draus entstehen. Als nächstes will ich euch noch einmal ein paar weitere Funktionalitäten der Software zeigen, allerdings lange nicht alle. Wir planen nochmal ein weiterführendes Video zu machen, wo dann wirklich die Experteneinstellungen sind. Aber um erst einmal zu starten, braucht ihr gar nicht so viel zu wissen. Wenn euch die Experteneinstellungen interessieren und das Video irgendwann fertig ist, verlinke ich es euch hier bei dem i in der Infobox einmal. Als nächsten Schritt können wir die Prozesse, die wir eben eingestellt haben, vorab simulieren, bevor wir sie wirklich auf den Lasercutter laden. Das würde ich euch auch immer empfehlen, da es sein kann, dass irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben, dass irgendwelche kleinen Linien noch in einer Ecke sich befinden, die ihr einfach nicht gesehen habt, oder dass zum Beispiel erst geschnitten und dann graviert ist. Bei dem Lasern möchtet ihr immer schauen, dass ihr erst die Gravur durchführt, bevor ihr euer Objekt aus dem Material wirklich schneidet. Denn beim Schneiden kann es passieren, dass sich euer Material leicht verkantet und verzieht. Und dann kann es passieren, dass der Laser entsprechend gegen euer Material fährt und das mitreißt und sich im schlimmsten Fall so beschädigt. Oder dass im nicht ganz so schlimmen Fall eure Gravur einfach schief und ungleichmäßig wird und ihr das Ganze dann nochmal machen müsst. Daher achtet immer darauf, dass zuerst graviert wird, bevor ihr irgendwas daraus schneidet. Und dass eure Schnitte auch immer erst von innen nach außen gehen. Wir simulieren das hier einmal, sehen, es wird erst die Gravur durchgeführt, dann werden die inneren Konturen ausgeschnitten und dann erst dieser äußere Kreis. Falls das bei euch jetzt nicht der Fall ist, gibt es die Möglichkeit, das Ganze hier zu verschieben. Diese Layer könnt ihr über Track and Drop, wenn ihr das hier so ein bisschen durch die Gegend zieht, ich mache das ein paar Mal, dass ihr es seht, oben rechts in der Ecke, können wir das Ganze verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel das blaue Layer oben habe und auf Simulate klicke, wird erst geschnitten und dann graviert. Das wäre genau der Fall, dass sich das jetzt verkanten könnte und unsere Kontur dann nicht mehr oder unsere Gravur nicht mehr schön aussieht oder er gegen das Material stößt. Bedeutet, wir möchten erst den Scan-Prozess und das grüne Layer und danach das blaue Layer auswählen. Außerdem wollen wir ja erst hier dieses Loch zum Aufhängen und den Mund ausschneiden, bevor wir diese äußere Kontur schneiden. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr hier oben einmal auf diese drei grünen Punkte gehen. Das nennt sich Cut Optimize. Und hier könnt ihr einstellen, wie wirklich am Ende geschnitten werden soll. Es gibt nämlich einmal die Order of Layer als erste Priorität. Also als erstes wird betrachtet, dass erst jetzt hier dieses grüne und dann das blaue Layer geschnitten wird oder bearbeitet wird. Und danach Inside to Outside. Dass also erst die inneren Strukturen oder die inneren Konturen bearbeitet werden und dann die äußeren. Wenn das soweit bei euch stimmt, könnt ihr aber schon weitermachen. Ich schaue gerade mal, ob ich noch was vergessen habe zu erklären. Genau, was ich euch an dieser Stelle noch zeigen möchte, ist einmal die sogenannte Delete-Overlap-Funktion. Manchmal passiert es gerade, wenn man die Dateien mit Fusion 360 vorbereitet, dass manche Konturen hier übereinander liegen. Also zum Beispiel, dass hier so eine Linie doppelt vorkommt und dann einfach auf der anderen mit drauf liegt. Ich bearbeite das hier mal so, dass man sieht, dass das zwei unterschiedliche Linien sind. Und wenn ihr euch das in der Simulation dann anschaut, seht ihr, natürlich, wir haben jetzt erst die Gravur, dass dann
hier das Ganze, diese Linie zweimal geschnitten wird, was wir natürlich auch vermeiden möchten. Um das mit der Lasercutter-Software rauszunehmen, können wir jetzt entweder mit STRG A alles markieren oder eben diese beiden Konturen, von denen wir wissen, dass es nicht stimmt, markieren und einmal Delete, ich glaube hier genau, dieser grüne Pfeil, Delete Overlap klicken. Hier fragt er uns jetzt nach einem gewissen Error, also nach einem Offset, der zwischen diesen Linien bestehen darf oder eben nicht bestehen darf. Und wenn ich das jetzt klicke, sehe ich, okay, er hat keine Linien gelöscht. Wenn ich diesen Overlap aber entsprechend ein bisschen erhöhe, auf 0,1 mm zum Beispiel, sehen wir, dass eine Linie gelöscht wurde. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal in der Simulation anschauen, werden wir sehen, dass er diese Linie hier oben jetzt nur noch einmal abfährt, so wie er es machen soll. Genau, er hat jetzt hier aufgehört und ist da weitergehuscht. Wenn euch die Simulation irgendwie zu schnell oder zu langsam ist, das habe ich eben vergessen, kann man hierüber die Geschwindigkeit der Simulation einstellen. Außerdem seht ihr hier die Zeit, die euer Objekt zum Schneiden tatsächlich braucht. Die ist nicht ganz akkurat, aber hier bei dieser Zeit richten wir uns nach der Kostenkalkulation. Aktuell ist das für den Lasercutter, also für Nichtmitglieder, 1 Euro je angefangene 10 Minuten Lighttime, nicht Total Time, sondern Lighttime. Und für die Mitglieder sind das dann entsprechend 50 Cent je angefangene 10 Minuten. Schaut aber hier am besten nochmal in die Gebührenordnung oder fragt die Aufsicht oder eure Mentoren. Mit diesem X, hier Vorsicht, können wir die Simulation wieder schließen. Damit schließt ihr nicht AdiWorks, sondern wirklich nur die Simulation. Jetzt haben wir natürlich eine Linie für den Mund zu viel. Das heißt, ich lösche die hier wieder raus, sehe jetzt aber, er hat sie nicht geschlossen. Das heißt, ich lösche jetzt einfach die hier raus. Jetzt haben wir halt einen größeren Mund. Ist in Ordnung. Alles klar. Dann könnt ihr, wenn ihr ein neues Material testet und euch nicht sicher seid, was, also wie jetzt die Einstellungen für dieses Material sind, auch eine Schablone verwenden. Die möchte ich jetzt hier euch auch einmal zeigen. Wenn ihr ins Forum geht, seht ihr unter, CO2 Lasercutter einmal dieses Kalibrierungstemplate. Den Link schreibe ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung. Ein Kalibrierungstemplate für verschiedene Materialien. Das habe ich hier für euch dann einmal erstellt und hochgeladen. Wir können das Ganze einmal speichern und jetzt auch in AdiWorks reinladen. Unter File, Open könnt ihr alte AdiWorks-Projekte starten. Hier könnt ihr keine DXF-Dateien reinladen. Deswegen sehen wir jetzt hier den Smiley auch nicht. Aber ihr könnt RLD-Dateien öffnen. Ich wähle also dieses Kalibrierungstemplate aus. Achso, das überschreibt tatsächlich meine Datei. Das heißt, ich speichere die jetzt mal unter Smiley und öffne meine neue Datei. Zack. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel dieses Kalibrierungstemplate. Ich ziehe es mir in die linke obere Ecke und mache mit dieser Lupe mit den vielen kleinen Plussen die Selektion darauf. Und hier seht ihr einmal eine Matrix, wo die Leistung und die Geschwindigkeit des Lasers variiert und alles schon auf unterschiedliche Layer gesetzt ist. Wenn wir uns die Layer hier zum Beispiel anschauen, sehen wir, dass der Speed bei dieser Reihe auf 15 ist. Hier entsprechend für diese Dateien und ab... Oh, das ist tatsächlich genau. Hier ab braun dann 20. Für die Geschwindigkeit eingestellt ist, dann 50, dann 100 und von der Leistung hier für alle 11, 30, 50 und 70. Und wenn ihr das alles für euer Material einmal lasert, seht ihr, welche Einstellungen optimal sind. Da ist hier oben von Florian so ein Template erstellt worden. Das liegt sonst auch beim Lasercutter. Und hier seht ihr, ab wann sich die Schnittkanten tatsächlich aus eurem Material lösen. Es ist natürlich immer optimal, wenn ihr die minimalen Einstellungen wählt. Also an dieser Stelle wäre das jetzt hier eine Geschwindigkeit von 40 und eine Leistung von 50%, weil sich so natürlich möglichst wenige Schmauchspuren bilden und ihr so weniger nachbearbeiten müsst. Diese Werte variieren aber auch je nachdem, welchen Fokuspunkt ihr eingestellt habt, welches Material ihr habt, wie alt die Laserröhre ist, die wir gerade verwenden, ob die Linse vielleicht schon mal einen Schaden hat. Probiert hier bei einem neuen Material also auf jeden Fall einmal verschiedene Parameter aus, bevor ihr mit eurem eigentlichen Projekt startet. Sonst könnte es sein, dass ihr eben
nicht ganz durchkommt beim ersten Schritt und alles nochmal machen müsst und dann dauert es doppelt so lang. Das kann natürlich vermieden werden. Alles klar. Wenn ihr jetzt die Datei an den Lasercutter rüberladen möchtet, müsst ihr einmal dieses blaue USB-Kabel in eure USB-Buchse stecken, kurz warten und dann könnt ihr über Download die Datei an die Maschine übertragen. Hier wichtig, es befinden sich noch andere Knöpfe in dieser Übersicht, die auf keinen Fall drücken, weil der Lasercutter dann direkt anfängt, sich zu bewegen und das möchten wir möglichst vermeiden, da sonst Schäden entstehen könnten oder jemand verletzt werden könnte. Hier also wirklich nur den Download-Button drücken und wie bereits erwähnt, die Übersetzung ist nicht optimal, es ist eine China-Software. Download steht für Datei auf den Lasercutter übertragen, also eigentlich uploaden. Muss man sich dran gewöhnen und einfach akzeptieren. Ich habe den Lasercutter jetzt logischerweise hier nicht angeschlossen. Da gibt es hier jetzt den Communication Error. Ihr seht dann hier ein Menü, wo ihr den Dateinamen für euren Auftrag setzen könnt. Hier würde ich euch bitten, immer den unbenannt zu lassen, damit wir den Maschinenspeicher nicht ständig leeren müssen, da es sonst in der Maschine mitgeschrieben oder gespeichert bleibt. Und das Ganze bekommt ihr dann und bekommt einen Download Success. Eine Success-Nachricht. Wenn das alles geklappt hat, können wir an die Maschine gehen. Dafür gibt es dann aber nochmal die Einweisung, zu der ihr ins Lab kommt, wo wir euch das alles Schritt für Schritt zeigen. Zur Vorbereitung hier wisst ihr jetzt alles, was ihr in der Software einstellen müsst und was ihr auch schon vor der Lasercutter-Einweisung vorbereiten könnt, wenn ihr das möchtet. Dann sehen wir uns bei der Einweisung. Ich freue mich auf euch oder einer meiner Kollegen freut sich auf euch und viel Spaß bei deinem nächsten Projekt.